Schneidet hier jemand Zwiebeln? Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 der traurigsten Momente in Pokémon, die euch zum Weinen bringen werden. After 20 and then 30 years, the mansion began to fall apart, but even then I waited. Für diese Liste schauen wir uns einige der emotional geladensten Szenen der Pokémon-Fernsehserie an. Da diese über 20 Jahre lief, gibt es eine Menge trauriger Momente. Und heute zeigen wir euch die Momente, die uns am meisten zum Weinen gebracht haben. Nach dem Lesen der Kommentare haben wir uns gefragt, ob euch die Clips mit deutschen Untertiteln lieber wären. Daher bitten wir euch, uns hier in den Kommentaren zu erzählen, ob ihr das so möchtet. Nun lasst uns endlich anfangen. Nummer 10. Glumanda im Regen. Glumanda, ein Pokémon in Nöten. A Charmander! Da es eines der ausschlaggebendsten Kreaturen der Spiele war, war zu vermuten, dass Glumanda eine große Rolle in der Serie spielen wird. Es wartet auf seinen Trainer, der es verstoßen hat. Das alleine spielt schon absolut mit unseren Gefühlen. Aber der wahre herzzerreißende Moment kommt erst später. Ash und seine Freunde sehen das Glumanda im Regen, nach wie vor wartend, obwohl es sterben wird, wenn die Flamme erlischt. Dabei zuzugucken, wie Ash versucht, es davon zu überzeugen, hereinzukommen und zu sehen, wie sich das Glumanda weigert, tut einfach nur im Herzen weh. Naja, wenigstens geht es später mit Ash mit. Come on, Charmander, welcome to the group. Nummer 9. Vulnona wartet. Vulnona im Nebel. Well then, you may leave. Go! Huh? But what about... In einer der komischeren Folgen der Serie werden Ash und seine Begleitung in einem heimgesuchten Haus eingesperrt. Sie treffen dort auf ein Vulnona, das sie nicht gehen lässt und Rocco als neuen Trainer fordert. Sie finden später heraus, dass das Pokémon auf seinen Trainer wartet, der schon vor langem verstorben ist. The owner wrote this 200 years ago! Wait, that would mean this guy is... Yeah, and if Lococo and Ninetales have been waiting for him to come back all this time... Das ist vielleicht ein etwas komischer, aber auch genauso trauriger Moment. Er zeigt die feste Bindung zwischen Pokémon und deren Trainern. Vielleicht ist Vulnona in dieser Folge etwas missverstanden, aber die Treue zu dessen Trainer macht uns weinerlich. Thank you all. Nummer 8. Der Gewinner des Wettbewerbs. Hopp oder Top? Hey May, if you're gonna attack, do it! Beautifly, use String Shot! Ein großartiger Aspekt von Ashs Reisen in Höhen war sein Gegenstück May im Vergleich zu betrachten und zu sehen, wie sie nach und nach zu einer besseren Trainerin wird. Sie hat so hart gearbeitet und schafft es bis zum Finale des Wettbewerbs. Doch obwohl sie fast gewinnt, verliert sie am Ende. Das ist ein dramatischer Punkt der Serie, der auch dem Zuschauer bei der Bewältigung einer Niederlage helfen kann. Zu sehen, wie May nach dem Kampf zusammenbricht, fühlt sich schrecklich an, aber die meisten hätten so reagiert. I feel awful. It's okay. Zu sehen, wie ihre Freunde ihr Mut machen, ist beruhigend und lässt bei uns immer wieder Tränen fließen. Never thought how hard it would be to lose. It hurts, May. It hurts a lot. Nummer 7. Die Vergangenheit ändern. Eine Zeitreise heilt alle Wunden. If that stops me, don't break your heart, then that will. Pokémon ist dafür bekannt, dass die Handlung auch gerne mal von simplen Handlungen über Pokémon-Kämpfe abweicht. Und diese Folge ist ein Beispiel dafür. Nachdem May und Mauzi von einem Mädchen hören, dass ihr Großvater an einem Unfall starb, bevor sich ihre Großmutter verabschieden konnte, landen die beiden in der Vergangenheit, um jene zu verändern. Sie retten den Großvater des Mädchens tatsächlich und erfahren, dass es dadurch der ganzen Stadt besser geht. Dieser Moment ist sehr emotional und erweckt sowohl Freude als auch Traurigkeit in uns. Denn wer kann nicht von sich behaupten, dass er oder sie gerne wieder mit einem Verstorbenen vereint wären? Yes, Edna was able to tell him the truth. Oh, what a thought, telling the truth could be a good thing. Nummer 6. Der raketenartige Abschied. Der Pokémon-Wilderer. Alright, guys. Obwohl Team Rocket immer Ashs Pokémon stehlen wollen,
sind sie im Laufe der Jahre mehr als nur die Bösewichte der Show geworden. Je länger die Serie lief, desto besser lernte man sie kennen und verstand sie. In diesem tragischen Moment zwingen Jesse und James ihr Arbok und Smogmog vor einem Wilderer zu fliehen und als Folge den wilden Pokémon beizutreten. Now go! We're able to take care of ourselves! So, you guys get out of here and don't you look back! Weezing! Davon sehr erschüttert, verschwinden die Pokémon nur widerwillig, während Team Rocket den Wilderer und dessen starke Pokémon zurückhält. Die Gesichtsausdrücke der Pokémon, während sie davonschreiten, sind genug, um jeden zum Weinen zu bringen. Nummer 5. Mauzi lernt sprechen. Mauzi in Hollywood. Under the evening sky with the moon high up above, I'll learn to speak human. Mauzi war schon immer eine Seltenheit in der Serie, denn es ist eines der wenigen Pokémon, die tatsächlich die gleiche Sprache sprechen wie Menschen. In dieser Folge finden wir heraus, dass es im Sinne der Liebe das Sprechen erlernte. Mauzi wirkte schon immer, als würde noch mehr als nur die Charaktereigenschaft des Bösen hinter ihm stecken. Und es ist schön, diesen Teil von ihm zu erkunden. Es ist schwer, nicht mit ihm mitzufühlen, wenn auch nur ein kleines bisschen. Wenn man sieht, was es durchgemacht hat, zu sehen, wie es am Ende zurückgewiesen wird, bricht uns das Herz. Du stehst das durch, Mauzi. Well, maybe Meowsy's looking at the moon too. Nummer 4. Smetbo freit. Bye bye, Smetbo. Well, I guess you have to leave us now, don't you? They have to cross the ocean to start their new family. Diese Szene ist bekannt für das Entlocken der ein oder anderen Träne, als Ash und Smetbo sich verabschieden. Da Smetbo das erste Pokémon war, das Ash in der Wildnis gefangen hat, hatten die beiden eine besondere Beziehung. Die Kombination von Musik, den bestehenden Gefühlen und der generellen Szenerie macht dies zu einem herzzerreißenden Moment. Don't worry, I'll just tell all the other Pokémon that you're on a trip, and you'll come back someday maybe. Hier lernen wir, dass nicht jedes von Ashs Pokémon bis zum Ende bleiben wird. Der Moment zeigt auch, wie Pokémon selbst mit komplexen Situationen umgehen können und wie die Wege von Freunden sich vielleicht trennen mögen, aber sie einander immer noch wichtig sind. Have a good trip, Butterfree! Take care of yourself! Goodbye, Butterfree! Nummer 3. Getrennte Wege. Auf Wiedersehen, Freunde. Just keep on doing your best. What do you mean? Well, you know. Without me there. Obwohl Misty seit über einem Jahrzehnt kein Hauptcharakter der Serie mehr ist, ist sie nach wie vor eine der beliebtesten Charaktere. Ihre Beziehung zu Ash war lustig, manchmal schwierig, aber auch liebenswert. Als sich also Ashs und ihr Weg trennen, wirkt sich das emotional stark auf den Zuschauer aus. Während einer Zusammenstellung von ihren gemeinsamen Momenten erfahren wir, wie weit die beiden gekommen sind und welchen Einfluss sie aufeinander hatten. I should go now. Okay, take care. We'll miss you. Obwohl Rocco ebenfalls für eine Zeit lang geht, bleibt dieser herzerwärmende Moment nach wie vor der, der die Kraft der Freundschaft am stärksten aufzeigt. Thank you, Misty and Brock. I'll miss you. Nummer 2. Flamiau und Bisberg. Ein Ende kann ein Anfang sein. In einer aktuelleren Folge beschäftigt sich die Serie mit einem Thema, das sie in der Vergangenheit gerne mied. Dem Tod. Ash folgt einem Flamiau, dem er Essen gab, und stellt fest, dass es ein älteres Bisberg fütterte. Im Laufe der Folge verstirbt das Bisberg und die Reaktion des Flamiaus auf das Verlieren eines Freundes ist herzzerreißend. Während es im Regen steht und verzweifelt nach seinem Freund ruft, ist einfach zu verstehen, warum viele Zuschauer hier Tränen in den Augen haben. Dennoch ist dies ein schöner Moment über Freundschaft und dem Umgehen mit dem Tod eines Geliebten.
Bevor wir mit Nummer 1 fortfahren, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Pikachu verlässt Ash? Pikachus Abschied. All of these Pikachu here in the forest need you. So just goodbye. Die Bindung zwischen Ash und Pikachu ist eines der meistgeliebten Aspekte der Serie. In dieser Folge der ersten Staffel trifft Pikachu auf eine Gruppe wilder Pikachu. Ash denkt, dass es Pikachu glücklicher machen würde, mit ihnen zu leben, und sagt ihm, er solle dies tun. Während Ash von seinem Pokémon weggeht, erhalten wir eine tränenhervorrufende Zusammenstellung aller großartiger Momente der beiden. Diese Szene ist ein gutes Beispiel für die Beziehung zwischen Trainer und Pokémon und zusätzlich den Drama zwischen Zuschauern und den Charakteren, die sie gern haben. Zu wissen, dass Ash und Pikachu später wieder vereint sind, hindert uns nicht daran, die ein oder andere Träne zu vergießen. Welchen dieser Momente fandet ihr am traurigsten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an. Bis zum nächsten Mal.